Leben als Einwohner. Bei 440.000 Einwohnern handelt es sich hier um ca. 600.000 bräunende Katzen. Dieter Bouillard hilft denen. Eine luftige Garage mit hoch umzäunten Garten dient inzwischen als Pflegestation für hilfsbedürftige Katzen. Sogar eine Quarantäne-Ecke ist vorhanden. Dieter Bouillard bringt es auf täglich rund 500 betreute Vierbeiner in verschiedenen Kolonien. Ihre Rente und Spenden sind ihre einzigen Geldquellen. Futter, Medikamente und Zubehör müssen davon finanziert werden. Deswegen hat sie die Organisation Feline Welfare gegründet. Sie veranstaltet Flohmärkte und Basare, um an Geld zu kommen und hoffentlich weitere Spenden einbringen. Ihr Heimatland belohnt ihr Engagement für hilflose Katzen mit einer Ehrenmitgliedschaft im Vorstand des Animal Welfare Committees der maltesischen Regierung, die, wie Rita später erzählen wird, einmal im Monat tagt und versucht, Gesetze anzupassen und Verordnungen zu erlassen. Die von Briten, von begeisterten Briten gespendete Internet